Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video der Beauty-Reihe. Heute will ich dir zeigen, wie du alle Unreinheiten der Haut entfernst, ohne die Strukturen zu beschädigen. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, denn nachher ist es wichtig, dass die Haut so rein wie möglich ist, wenn es losgeht mit Dodge and Burn, Frequenztrennung und vielen anderen Techniken, die ich dir in dieser Reihe beibringen werde. Nach dem Intro geht's los. Im letzten Video habe ich dir beigebracht, wie du deinen RAW-File richtig vorbereitest für eine hochwertige High-End-Beauty-Retusche. Wenn du dieses Video noch nicht gesehen hast, dann würde ich dir im Anschluss dieses Videos empfehlen, nochmal das vorherige anzugucken, um dann auch wirklich Schritt für Schritt zum perfekten Ergebnis zu kommen. Und jetzt kümmern wir uns um den nächsten Schritt und das ist die Hautbereinigung. Dafür gehen wir aus Lightroom, rechtsklick mit dem bearbeiteten Bild und öffnen das in Photoshop. Nachdem wir unsere RAW-Datei in Photoshop geöffnet haben, verschaffen wir uns als allererstes einen Überblick, was denn alles zu bereinigen ist. Manchmal ist das nicht so leicht zu sehen, was uns dann auf Dauer auch ein bisschen die Arbeit erschwert, deswegen zeige ich dir gleich auch einen Profi-Trick, aber als allererstes werden wir uns von der Originaldatei einmal eine Kopie erstellen. Das machen wir, indem wir diese Hintergrundebene einmal auf das Plus-Symbol runterziehen, dadurch erstellen wir noch eine zusätzliche Kopie. Als zweiten Schritt werden wir einmal auf das Plus-Symbol klicken, was uns eine neue leere Ebene erstellt. Und das wird vor allem unsere Ebene sein, auf der wir die meiste Zeit auch arbeiten werden. Um jetzt einfach diese ganzen Unreinheiten, Pickel, Härchen oder Sachen, die uns an der Haut stören, besser zu sehen, werde ich euch einen kleinen Trick zeigen. Und zwar, ihr geht einmal auf die Misch- und Einstellungsebene, dann auf die Schwarz-Weiß-Ebene, dann verwandelt sich das Bild erstmal in eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Der nächste Schritt ist der Rottonregler. Den werden wir jetzt ganz weit nach links ziehen. Und du wirst sehen, je weiter wir ihn ziehen, desto mehr kommen die ganzen Unreinheiten zur Geltung und es macht uns die Arbeit deutlich leichter und wir sehen viel besser, was wir bearbeiten bzw. entfernen müssen. Ich zoome es ein bisschen näher dran, damit du auch den Unterschied siehst. Das ist mit der Schwarz-Weiß-Ebene und das ist ohne die Schwarz-Weiß-Ebene. Du kannst sehen, dass man alle diese Kleinigkeiten viel besser sieht, die man in echt gar nicht sehen würde. Aber da wir jetzt eine Weile hier auch arbeiten werden, wollen wir uns die Arbeit so angenehm wie möglich machen. Nachdem wir uns jetzt alles eingestellt haben, werden wir uns als allererstes den großen Sachen widmen, die uns besonders stören. Zum Beispiel dieser Bereich hier, dieser Bereich, einige von denen hier und auch einige von den größeren Pickeln, die werden wir alle entfernen. Für die großen Sachen empfehle ich dir einmal auf die Hintergrundebene zu gehen und das Ausbessern-Werkzeug zu benutzen. Das kannst du hier auswählen und wir machen das folgendermaßen. Du selektierst einmal die Ebene, die du verändern willst, klickst drauf, ziehst es in einen Bereich, der keine Unreinheiten hat und lässt los. Und schon ist es verschwunden. Wie durch Zauberhand haben wir schon die erste Unreinheit entfernt und so machen wir das mit allen weiteren Bereichen der Haut, bis wir zufrieden sind. Wichtig ist es hier nicht zu übertreiben, denn wir wollen tatsächlich nur Unreinheiten entfernen und nicht versuchen irgendwelche Schwarz-Weiß-Töne zu korrigieren oder irgendwelche Farbnuancen zu ändern. Einfach nur Bereiche, die stören. Alles andere werden wir im Nachhinein mit verschiedenen anderen Techniken machen, die dafür besser geeignet sind, aber in diesem Fall, wie gesagt, greifen wir uns nur die kleinen Unreinheiten, die ganzen Pickel, Härchen, die uns eventuell stören, um so erstmal einen ersten Schritt zu machen. Bevor du dir das jetzt alles angucken musst und das einige Minuten dauert, werde ich das Video jetzt ein bisschen beschleunigen und wenn ich fertig bin, melde ich mich wieder mit den nächsten Schritten. So, nachdem wir die ganzen großen Unreinheiten erstmal entfernt haben,
zeige ich dir ein kleines Vorher-Nachher-Bild, damit du schon mal einschätzen kannst, was sich getan hat. Sieht schon mal deutlich schöner aus. Jetzt blenden wir uns wieder die schwarz-weiße Ebene ein, damit wir auch wieder alles viel besser sehen. Als nächstes wechseln wir einmal zum Bereichsreparaturpinsel und der wird uns helfen, diese ganzen kleinen Härchen und ganz kleine feine Uneinheiten zu entfernen. Du kannst dich entscheiden, ob du das manuell mit dem Bereichsreparaturpinsel machst oder mit dem Reparaturpinsel, mit dem du dann auch jedes Mal einen Referenzpunkt wählen musst, von wo er die Struktur nehmen soll. Oder du lässt das Photoshop einfach automatisch klären und das funktioniert mit den neuen Versionen sehr gut. Deswegen werden wir das jetzt erstmal damit versuchen. Mit dem Reparaturbereichspinsel musst du einfach nur über diese Stellen, die du entfernen willst, drüber gehen. Immer ein bisschen darauf achten, ob das Photoshop gut ausgerechnet hat oder ob da irgendwie sich ein Fehler eingeschlichen hat. Und wenn es gut ist, dann machst du einfach weiter. Dieser Prozess dauert auch einige Minuten. Es ist wichtig, wirklich alle Unreinheiten zu entfernen. Genauso wichtig ist es, deine Pinselgröße immer wieder zu verändern. Ich habe mir Kürzel auf meiner Tastatur erstellt, so dass ich mit zwei Tasten den Pinsel größer oder kleiner machen kann. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil das unterstützt den Workflow und beschleunigt deine Arbeit um einiges. Wie gesagt, da dieser Prozess jetzt auch einige Minuten in Anspruch nimmt, werde ich jetzt diesen Teil wieder ein bisschen beschleunigen, bis ich dir wieder was zu berichten habe. Bis gleich. So, wie du gesehen hast, habe ich, während ich die ganzen Unreinheiten beseitigt habe, immer wieder ran und rausgezoomt, habe immer wieder die Schwarz-Weiß-Ebene ein- und ausgeblendet, um einfach zu sehen, was sich genau verändert und wo ich noch arbeiten muss. Es ist sehr wichtig, es immer wieder zu machen, weil irgendwann kann es passieren, dass man es überbearbeitet, dass es anfängt unnatürlich auszusehen und das wollen wir nicht. Eine Beauty-Retusche soll so natürlich wie möglich aussehen, aber auch sehr, sehr ordentlich und hochwertig. Nachdem wir jetzt alle Unreinheiten beseitigt haben, zoomen wir einmal komplett raus und schauen uns das Gesamtergebnis an. Ich habe jetzt tatsächlich nur das Gesicht bearbeitet, weil sonst würde das Video ewig dauern und ihr habt ja das Prinzip alles in allem verstanden. Die leere Ebene benutzen wir, wenn Photoshop irgendwo Probleme hat, die richtige Struktur zu finden. Dafür wechseln wir jetzt zum Reparaturpinsel. Hier ist es wichtig, dass wir aktuelle und darunterliegende Ebene auswählen, weil sonst würde Photoshop versuchen, aus dieser leeren Ebene Strukturen zu nehmen und sie dadurch zu ersetzen, was nicht möglich ist, weil auf dieser Ebene ist nichts, ist einfach eine leere Ebene. So, und das funktioniert im Folgenden. Wir verkleinern wieder unseren Pinsel, so dass wir einen ganz kleinen und feinen Pinsel haben. In diesem Fall ist es wichtig, bevor du eine Unreinheit entfernst, dass du dir einen Referenzpunkt suchst und das machst du mit gehaltener Alt-Taste. Zum Beispiel hier sagst du, du möchtest von hier eine Referenz nehmen. Deswegen klickst du einmal Linksklick oder wenn noch besser, wenn du ein Grafiktablet hast, mit dem Stift und gehaltener Alt-Taste diesen Bereich an, lässt los und gehst dann über den Bereich, wo du es reparieren willst sozusagen. Das X daneben zeigt den Bereich, von wo Photoshop den neuen Bereich übernimmt und wo der Kreis sich befindet, da wird bearbeitet bzw. ersetzt. Das könnten wir vielleicht noch besser an einem mehr sichtbaren Bereich zeigen, zum Beispiel hier. Du sagst mit gedrückter Alt-Taste, möchtest du von hier einen Bereich nehmen, also tippst du hier einmal an, lässt los und malst einmal hier drüber und dadurch
verschwindet dieser dunkle Punkt. Wenn ich es ein- und ausblende, kannst du ganz klar sehen, dass da die Haut deutlich schöner aussieht. Das machst du dann immer weiter, bis du komplett die Haut sauber gekriegt hast, bis du zufrieden bist und wie gesagt nicht übertreiben. Das ist tatsächlich nur, um zum Beispiel auch solche Härchen zu entfernen. Da kannst du sagen, ich nehme von hier einen Referenzpunkt und malst einmal über das Haar drüber. Und so machen wir immer weiter, bis wir das gewünschte Ergebnis haben. So, in diesem Video haben wir also gelernt, was der erste Schritt ist in Photoshop, wie wir am leichtesten alle Unreinheiten beseitigen. Und im nächsten Video geht es zum nächsten Schritt und das ist das sehr spannende Thema Dodge and Burn. Und wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen da lässt, den Kanal abonnierst und vor allem in die Kommentare schreibst, wenn du irgendwelche Fragen hast oder was du dir als nächstes auf diesem Kanal wünschst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Peace!